Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pikachu. Und er sitzt auch schon, also sie, unser Pikachu ist ja eine Sie. Sie sitzt ganz goldig schon auf unserer Schulter und wartet darauf, dass es weitergeht. Ich muss mal gerade gucken. Ich muss, nee, es geht so nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den Ball angeschlossen lassen kann an die Konsole in der Zwischenzeit, aber es geht nicht. So, ich lege ihn ganz brav wieder in die Arm... Nee, Moment, wie ging das nochmal? So, in die Armschlinge, damit ich hier niemanden um mich herum erschlage. Und dann kann es losgehen. Wir sind in Azuria City angekommen. Und dementsprechend... Ach, der rennt schon wieder zu dem Brunnen, das blöde Mirapla. Okay, Fahrradladen. Ich bin gespannt, ob das Fahrrad immer noch so teuer ist. Hallo. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstrippe. Okay. Und du? Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf. Aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Wow. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ja, auf Pokémon reiten, das war früher noch gar nicht möglich. Ein glänzendes Fahrrad. Sieht sehr teuer aus. Gefällt dir dieses Fahrrad? Ja. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, oder? Dieses Modell war bis vor kurzem voll im Trend und es gab nur eine begrenzte Stückzahl. Der frische Farb... Was? Ey, hallo, bitte? Ich kann nicht... Was? Achso, der quasselt, deswegen... ja, 1 Million Poké-Dollar, das war nämlich, glaube ich, das Ding gewesen. So, ja, egal. Wir wollen es eh nicht haben, wir können auf Pokémon reiten, wer will da schon ein Fahrrad? Also, ich nicht. So, weiter geht's. Ist das ein Elektroball? Ist das so? Ja, Elektroball macht ein Nickerchen. Alter, sind die so riesig? Elektroball, tackle, jetzt! Menno, das war schon wieder nichts. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir hin müssen. In Azuria City ist eigentlich eine Arena. Herzlich willkommen, womit kann ich behilflich sein? Kaufen bitte. Pokéball? Trank? Ich weiß nicht, wie viele wir davon noch haben. Du hast 6. Ah, da unten steht. Ich muss mal gerade. Ich sehe nichts. Es tut mir leid. Und ihr seht jetzt, wie maulwurfig ich ohne Brille aussehe. Aber ich sehe nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas ist da im Bild. So, Moment. Bin jetzt mal gespannt, ob wirklich was im Bild ist. Kriege ich die Brille nicht mehr an. Also ich bin halt ohne Brille total verloren. So. So. Ah, jetzt sind da auch keine Flecken mehr. So, Gegengift ein paralleler Fluchtseil, Schutz X Angel. Okay. Im Grunde genommen alles tolle Sachen, aber ich denke, ich kaufe mal. Oh, die sind ganz schön teuer. Ich hole mal 3. So. Ach, jetzt sehe ich so nichts mehr. So. Und Pokébälle habe ich 82, da brauchen wir eigentlich nichts. Alter, jetzt ist meine Brille total schief. Warum mache ich sowas nicht? Warum mache ich sowas nicht in der Aufnahmepause? Nein, ich muss das ja währenddessen machen. So. Zweimal im Schöpfe. Okay, es scheint irgendwas zu passieren. Nein, es passiert doch nichts. Okay. Ist hier nicht eine Arena? War hier nicht die Arena? Ist hier nicht die Arena von Misty? Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Schön für ihn! Jeder braucht ein Hobby. So. Und wir haben wieder das gleiche Problem wie in jeder Aufnahmesession, bei der ich die Tür nicht zumache. Ich habe eine Katze im Bild. Komm her. So, ich entschuldige mich für den Katzenschwanz im Bild. Sammy, mach mal hin jetzt. So. Okay. Du arbeitest an einer Pokémon-Enzyklopädie. Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Ja, das ist, macht auch Spaß. So, und gucken wir mal, was hier irgendwie was steht, was uns hilft. Umgeben von einer mysteriösen blauen Aura. Okay. Ich glaube, also wir hatten hier mehrere Möglichkeiten, das weiß ich noch. Ah, hier ist das Haus ausgeraubt worden, ne? Bei den Leuten in diesem Haus wurde eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge gehört der Täter zu Team Rocket. Um die Opfer des Einbruchs zu schützen, lasse ich hier momentan nicht mal einen Ratfratz ungesehen passieren. Okay. Da ist die Arena. Auf was wir mal probieren sollen? Ich meine, mit einem Blitz-Pokémon sind wir eigentlich ganz gut dran, ne? Also Elektro, Entschuldigung, ich habe Blitz-Pokémon gesagt. How
Augie, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Hab ich. Pikachu ist Level 16. Ich wusste es, du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles! Klar geben wir alles. So, erstmal gucken, Pikachu ist vorne. Das wäre mir ganz wichtig. Pikachu ist vorne, das ist super. Alle anderen können wir eigentlich hier in die Tonne treten, glaube ich. Obwohl, Pflanze kommt eigentlich auch ganz gut, ne? Pflanzen mögen Wasser. Wir werden es merken. So, erste Trainer. Wir müssen drei Trainerinnen besiegen, bevor wir hinten ankommen. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Geräte nass machen. Auf geht's. Wir werden dafür sorgen, dass sie nass wird. Schönheit Lilly fordert dich heraus. So, Goldini. Wie gesagt, wir natzen die alle einfach weg. Pikachu! So. Kampf. Donnerschock. Ja, Goldini ist fix. Mit Ruckzuckhieb kommt es zuerst dran. Aber... Oh ja, gut. Sehr effektiv. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen einen One-Hitter. Aber... Wird halt ein Two-Hitter. Ist auch okay. Sehr effektiv und besiegt. Sehr gut. Und jede Menge Erfahrungspunkte. Menki erreicht Level 11. Und Lilly wurde besiegt. Blubber, blubber. Du gewinnst 320 Pokédollar. Großartig. So, weiter geht's. Ich würde, bevor wir gegen Misty antreten, nochmal heilen gehen. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf. Ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Da bin ich mal gespannt. Schönheit Violet fordert dich heraus. Sieht die nicht genauso aus wie die von ihm? Die hat eine andere Haarfarbe, ne? So, einmal Mushas gegen Pikachu. So, und wir hauen raus. Einmal Donnerschock. Und das war's für Mushas. So, wie viele Erfahrungspunkte? 97 haben wir gekriegt. Sehr schön. Und ein Level-Up für uns. Großartig. So, wir kriegen... Oh, auf Initiative kriegen wir einen Punkt. Das heißt, wir sind schneller im Angreifen. Und alle anderen kriegen auch was. Und Violet wurde ebenfalls besiegt. Jetzt bin ich glatschnass. 320 Pokédollar. So, und die dritte. Sollen wir so arschig sein und wirklich nicht heilen davor? Hast du diesen Sprung eben gesehen? Der war doch mindestens eine Goldmedaille wert, oder? Der Wahnsinn. Ich habe nicht hingeguckt. Was trinken, Entschuldigung. Daisy. Daisy Duck. Jurop. So, und Pikachu macht das Rennen. Sonst nichts und niemand. Wasserdüse. Okay, sollte uns nicht viel antun. Im Gegensatz, ja, okay. Jurop ist, glaube ich, das ist auch hier nicht mehr ganz so einfach, wie es früher mal war, weil die Pokémon ja jetzt teilweise zwei Elemente und mehr haben. So, sehr effektiv. Einmal kriegen wir eine Kopfnuss. Oh, ich glaube, wir gehen doch nochmal heilen. Und ich denke, mit einem Ruckzuck-Hieb erledigen wir das Ganze. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dass wir auch direkt dran sind. Und Jurop wurde besiegt. Sehr gut. Jede Menge Erfahrungspunkte für alle. Und Daisy wurde besiegt. So, 320 Pokédollar. Und dann gehen wir nochmal heilen. Ich bin da doch so ein bisschen schissig, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe, ja, wir könnten es auch theoretisch durchziehen, aber... Scheiß drauf. Und ich meine, hallo, Pokécenter ist direkt neben dran. So what? Willkommen im Pokécenter. Sollen wir deine Pokémon fit machen? Aber klar. So. Nimm sie und mach sie glücklich. Vielen Dank für deine Geduld. Pokémon Topfit.
Ach, wenn das so einfach wäre. Einfach in eine Maschine legen und alles ist wieder gut. So, auf geht's. Der finale Kampf gegen Misty. Pokémon-Trainerin, bekannt aus dem Anime, ganz direkt am Anfang. Wasser-Pokémon-Trainerin und kämpft eigentlich mit Sterndu und Starmie, glaube ich. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht. Auf geht's. Sterndu, Starmie, Yurop, das waren so ihre Dinger, die sie hatte. Wenn sie noch Togepi hat. Oh, sie hat Psycho-Pokémon. Ernsthaft? Ja gut, Togepi hat sie ja auch dabei. So, dann, wir versuchen es mit dem altbekannten Donnerschock. Psycho und Wasser. Das heißt, wir werden nicht durchkommen. So, Aquaknarre. So, Donnerschock. Wir bleiben natürlich bei der Donnerschock-Taktik. Alles andere bringt nicht wirklich was. So, Anton wurde besiegt. So, jede Menge Erfahrungspunkte. Und wer kommt als nächstes? Starmie, das habe ich erwartet. Ich habe es direkt... nee, wir bleiben bei Pikachu. Ich habe es direkt am Anfang erwartet, eigentlich. So, einmal Starmie. Das müsste ein reines Wasser-Pokémon sein. Das heißt, unser Donnerschock müsste entsprechend stärker sein, aber es ist Level 19. Das heißt, wow! So, einen Hypertrank habe ich wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe 6 Tränke. Viel wird es nicht ausmachen. So. Haben wir keine Chance, sind wir weg. Einen Punkt haben wir aber noch. Weißt du was? Wir schaffen es sowieso nicht. Wir nehmen jetzt mal Britzelturbo. Das war gut. Sehr effektiv. Und ein Volltreffer. Und Pikachu wird jetzt das Zeitliche segnen. Aber wir haben nicht mehr viele Punkte. Oh Gott, es rennt zurück, armes Pikachu. Und wir nehmen jetzt mal unser liebes Bisasam. Weil wir brauchen eigentlich nur noch ein, maximal 2 Schläge, wenn sie wirklich ganz, ganz schwach sind. Und wir probieren es jetzt mit unserem lieben Rankenhieb. Wenn wir es überleben. Ja, sehr gut, Bisa. Sehr schön, wir haben es geschafft, sehr effektiv. Pikachu kriegt jetzt leider keine Punkte. Aber unser Bisasam steigt auf. Level 16. Und Verteidigung kriegen wir einen extra Punkt. Ganz, ganz großartig. Und auch Erfahrungspunkte. Und Mew geht auf die 16. Und wir haben Misty besiegt. Wow, ich habe verloren. 3040 Pokédollar. Dafür kriegen wir wieder ein paar Bällchen. Bisasam entwickelt sich. Oh mein Gott. Ich dachte, das passiert erst auf Level 20. Womit wir dann bei einem wunderschönen Bisasam angekommen wären. Glückwunsch, dein Bisasam wurde zu einem Bisasam. Auch noch süß. Bisaflor finde ich hässlich, aber Bisasam finde ich noch süß. So, sehr gut. Die Knospe auf seinem Rücken wächst, indem sie Nährstoffe absorbiert. Kurz vor der Blüte sondert sie einen Duft ab. Sehr fein. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Sehr schön. Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Siedewasser von Misty. TM 29. In der TM-Box. Mit der TM 29 kannst du Pokémon die Attacke Siedewasser beibringen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass es Pikachu erlernen könnte. Danke nochmal für diesen tollen Hinweis. Wir gucken jetzt mal gerade noch. Ich finde diese Sachen hier so auffällig. Was sagst du dazu, Mirapla? Mirapla sagt gar nichts dazu. Was sagst du hierzu, Mirapla? Mirapla sagt gar nichts dazu. Okay. Das heißt, wir heilen uns jetzt nochmal.
Und dann waren wir relativ fix damit, Misty in den Hintern zu treten. Und dann geht's in den schönen Norden. Und in dem Bereich konnte man in der gelben Edition, ich weiß nicht, ob es in der roten, in der blauen, in der grünen etc., ob es da auch so ging, aber da war es dann so, dass man hier den Mew-Trick anwenden konnte, beziehungsweise den Mew-Glitch, um sich dann ein Mew zu sichern. Die meisten Leute, weil Mew doch relativ overpowered ist, haben dann Mew als VM-Sklaven genommen. Was auch gar nicht mal so falsch ist. Aber ja. Bitte beehre uns bald wieder. Aber klar, so gut wie ich kämpfe, sind wir schneller wieder da, als du die Augen zumachen kannst. So. Dann geht's jetzt ab nach Norden. Achso, da können wir nicht her. Da ist eine Stufe. Ach, du mit deinem blöden Brunnen. So. Dann gehen wir jetzt nach Norden. Da müsste eine Trainerstrecke sein. Es ist nämlich hier diese tolle Brücke. Warum ist denn... Ah! Das ist das... Mein Kater guckt mich an, weil ich mache. Hat... Muss mich beruhigen. Was hat das Pokémon... Ist ja wie, als wenn ich mit dem echten Daniel rede. Der macht auch immer so... und Er wird mich hassen. Tut er jetzt schon. So. So, was hast du denn für Pokémon? Level 12. Drei Stück müssen wir platt machen. Wir fangen mal an mit Donnerschock. Ruckzucki, klar, er darf zuerst, aber er tut uns nichts. Und wir knocken ihn direkt nieder. Weiter so. Sehr schön. So, die Erfahrungs... Oh, Mirapla kriegt noch was. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das sind so wenig Erfahrungspunkte, da passiert gar nichts. So, Mirapla einsetzen. Ich möchte gerne das Pokémon wechseln. Ich hätte am liebsten ein Feuer-Pokémon. Haben wir aber nicht. Von daher möchte ich jetzt mal unser Bisaknosp zeigen. Ist zwar Pflanze gegen Pflanze, ist nicht besonders sinnvoll, aber wie gesagt, ich möchte ihn einfach mal präsentieren. So, da ist er. So. Und dann können wir loslegen. Wir haben ja auch normale Attacken, wir haben ja auch einen Tackle. Geht einfach nur darum, um ihn einfach mal in Action zu zeigen. Säure dürfte uns theoretisch auch nicht so viel antun, genau. Wir nehmen Giftpuder, das dürfte ihm alles nichts antun. Also theoretisch müssten wir beim Tackle bleiben, weil alles andere nicht so wirklich was bringt. Als Pflanzen-Pokémon dürfte er gegen Gift auch keine... Ich meine, wir können es gerne mal probieren. Aber obwohl, wir wechseln das Pokémon mal aus. Und ja, Mankey müsste eigentlich auch mal so ein bisschen Mirapla. Gegen Mirapla halte ich für Schwachsinn. Wir nehmen jetzt einfach mal Mew dazu. So. Unseren kleinen OP-Kerl. Ging einfach nur mal drum, einfach mal Bisasam zu sehen. So. Er kann jetzt, ist jetzt halt einfach... Oh, Spezialverteidigung sinkt. Okay. Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Wir hauen einmal einen Sternenschauer rein. Und das Ganze sieht schon wieder ein bisschen anders aus. So, Mew wurde Energie abgesaugt. Ich hätte halt gerne mal so langsam irgendwie ein Feuer-Pokémon oder sowas. Oh, Feigling. Boah! Und ich war jetzt eigentlich darauf eingestimmt, den fertig zu machen. Naja, noch ein Pfund müsste eigentlich reichen. Mirapla wurde besiegt. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt mal gerne irgendwie so ein paar Pokémon mit anderen Elementen. Also, ich will halt auch nicht unbedingt zwei Pokémon vom gleichen, ich sag immer Element, ich weiß gar nicht, ob man es so nennt. Evoli, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, wir kämpfen weiter. Mit unserem Meph. So. Und los geht's mit einem Sternenschauer. Ja, ruckzuckieb. Ist halt einfach fix und darf zuerst. Und das gleiche nochmal. Mew ist auch echt schön schnell. Ach, das ist immer so traurig. So. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. 520 Poké-Dollar. Wow.
Oh Mann, also wirklich. Tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokémaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich dort angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest, da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da! Stattdessen stand ich plötzlich vor einem Pokémon, das wie ein Mensch gesprochen hat. Ach, wenn ich nur daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Halte dich am besten von seinem Haus fern, Gilwin. Ich zumindest werde einen großen Bogen darum machen. Okay, apropos um das Haus einen Bogen machen. Ja, da komme ich nicht hinten dran, ne? Komm ich, da muss ich irgendwie. Muss ich da durch das Haus durchgehen? Ich probiere mal, ob ich durchs Haus durchgehen kann. Das ist dann ein Onyx. Hier kann ich nicht durchgehen. Da würde ich mal gerne die Geschichte zuhören. Was los? Mirabla guckt, als hätte es sich ein bisschen vor dem Onyx erschreckt. Ja, verständlich. Immer diese Vorurteile. Ich wurde vorhin an der Tür vom Pokémon-Supermarkt gestoppt. Und das nur, weil ich mein kleines Nixielein dabei hatte. Pah! Mein Nixielein ist so gut trainiert, dass es von allein in sein Pokéball geht, wenn wir ein Gebäude betreten. Nixielein? Nix? Okay, also irgendwie muss es da einen Trick geben, wie ich an das Item rankomme. Vielleicht hier durch? Ich rede jetzt einfach mich mit dem, ich laufe einfach durch. Ich räume deinen Garten leer! Du findest einen Sonderbonbon. Juhu. Die hebe ich mir immer auf, was totaler Schwachsinn ist eigentlich. Eigentlich muss man die einsetzen, das wäre viel sinnvoller. So. Aber am Anfang kriegt man halt noch schnell genug Punkte und später dann halt nicht so. Ich habe deinen Garten leergeräumt. Nur sehr begabte Trainer können sich Orden verdienen. Wie ich sehe, gehörst du bereits zu dieser Gruppe von Trainern. Möchtest du, dass ich dir etwas über die Orden erzähle? Ich weiß das eine oder andere über sie. Nö. Du kannst mich jederzeit besuchen, wenn du mehr über die Orden erfahren willst. Nö. Danke. So, wir machen hier an der Stelle Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mehr Let's Go Pikachu. Macht's gut. Ciao, ciao.